Willkommen, liebe Leute, zu einem, ja, ganz kurzen Infovideo, denn, ja, es geht um ein relativ brisantes Thema und da dachte ich mir, ich muss darüber ein Infovideo bringen. Ja, ihr habt es gemerkt, in letzter Zeit, in den letzten Tagen, bringe ich eigentlich nur noch Resident Evil und sonst nichts. Woran liegt das? Liegt daran, ich hatte es ja selbst gehabt, neben meinem PC, da hat es Probleme mit den USB-Eingängen, die sind kaputt gegangen. Und dadurch könntest du das ganze aufgestockte Material bringen. Und diese ist jetzt halt eben vorbei. Da ist nur noch Resident Evil 7. Daher kommt jetzt jeder zweite Tag Resident Evil 7. Dies wird es aber umändern, denn ab Samstag habe ich einen neuen, besseren, stärkeren, krasseren Gaming-PC, der wirklich was kann. Das war kein billiger Spaß mir hinzuzulegen. Hat all mein Tastengeld und darüber hinaus gekostet. Auf jeden Fall werde ich dementsprechend ab Samstag neue Videos aufnehmen können. Und da der Computer wirklich einiges auf dem Kasten hat und mit aktuellsten Games für PCs keine Probleme haben sollte, wird es auch andere coole Let's Plays geben zu anderen coolen PC-Games, abgesehen von Resident Evil 7. Wie zum Beispiel GTA 5, da wird in naher Zukunft ein Let's Play starten. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Und auch sonst Geld, ich habe USB-Buchsen, alles ist, kann wieder Aufnahmen machen, es passt auch besser. Also da wird einiges jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch mein YouTube-Channel ändern. Ich werde alles genauer dazu, wenn mein PC da ist, dann in einem fristen Mario Kart 8 Part, den ich jetzt dann die Tage hochladen werde, werde ich da mal alles anspressen, den aktuellen Themen, sprich, wie es jetzt mein neuen PC ist und was, genau es dann für Videos bringen werde, wann ich die hochladen werde, was ihr in den nächsten Wochen, Monaten einfach von mir erwarten könnt. Darüber werde ich dann einfach den nächsten Mal Mario Kart 8 Parts pressen. Auf jeden Fall wird es da einige Änderungen geben. Ja, und wie gesagt, einfach ein Infovideo, dass ihr wisst, weshalb jetzt einfach irgendwie nur ein Video pro Tag kommt. Das liegt, wie gesagt, eben daran, aber es wird gerade eben erklärt, dass ich aktuell keine aktuellen Videos mehr aufnehmen kann. Dementsprechend bleibt nur noch Resident Evil 7 und da kommen jetzt eben ein paar Parts. Und ich lade heute vielleicht noch ein, also ein Upload-Tag, heute haben wir Donnerstag. Heute lade ich vielleicht noch eins hoch, dann eins am Freitag und eins am Samstag. Und dann sollten wir am Sonntag wieder mit neuen Videos auf jeden Fall beginnen können. Da habe ich dicke wieder welche aufgenommen. Ein weiteres Thema ist, ich werde in Kooperation mit einem anderen bekannten YouTuber gehen und auch diesen werde ich im großen Mario Kart 8 Part vorstellen, der am Sonntag oder Montag kommt, wo es eben über alle präsenten Themas presse, wie es einfach auf meinem Channel weitergehen wird. So, jetzt wisst ihr Bescheid, ja, und das ist einfach nur das, was ich euch jetzt erzählen wollte. Ich weiß, in letzter Zeit kamen viele Infovideos, das tut mir auch leid, es lag halt aktuell viele brisante Themen einfach an. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss, planmäßig tut das Splatoon-Livestream morgen trotzdem stattfinden, muss mal schauen, ob es hinbekommt. Genauere Infos dazu bekommt ihr aber noch morgen in einem ganz kurzen Video von mir zu hören. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!